Es ist Ende August, als ich vom Uralfluss kommend im westsibirischen Tiefland anreise. Die Sonne lacht vom Himmel und die Birken wiegen sich im Wind. Gegen Mittag treffe ich im Jägercamp Schumicha bei Kogan ein. Das Camp bietet alles, was ein Jäger für einen erholsamen Aufenthalt benötigt. Eine russische Sauna, eine gepflegte Unterkunft, jagdliches Flair, Ruhe, Entspannung und exzellente Verpflegung. In dem von der Wildtierstiftung Sapsan verwalteten Objekt braucht man auf europäischen Komfort und gute Betreuung nicht zu verzichten. Wir befinden uns hier im Yachtgebiet Schumicha, etwa 180 bis 150 Kilometer je nach Fahrtroute von Kogan entfernt. Die yachtliche Fläche beträgt hier 92.000 Hektar. Im Yachtgebiet liegen zwei riesige Seen, die ich also gestern besucht habe. Die haben schon 2.400 Hektar. Es ist beeindruckend. Moore, Feldgehölze, vor allen Dingen mit Birke bestockt. Flächen, die also früher bewirtschaftet wurden, wandeln sich in Wald. Überall breitet sich die Birke aus und dazwischen die Weide. Ein optimales Biotop für das Rehwild und auch für den Elch. Deswegen sieht man hier auch sehr viel Rehwild, also sehr, sehr viel Rehwild, so muss ich es einfach sagen, in diesem Jahr vor allen Dingen, weil der Winter mild war und die ganze vorjährige Population praktisch über den Winter gekommen ist. Der Winter ist hier die Gefahr Nummer eins. Wölfe gibt es hier nicht, auch von der Seite her hat das Rehwild gute Chancen, sich zu entwickeln. Und aufgrund der Esungsverhältnisse wachsen hier die stärksten Böcke heran. Beeindruckend für jeden Rehwildjäger, muss ich wirklich sagen, ich hätte das nicht gedacht. Ich war auch schon in anderen Jagdgebieten, aber hier wird tatsächlich eine nachhaltige Bewirtschaftung durchgeführt, was natürlich dazu beiträgt, dass dieses Jagdgebiet schon aller Mundes bekannt geworden ist. Es werden etwa in der Saison, die beginnt am 25. August, werden etwa insgesamt 60 Böcke gestreckt und etwa 350 Stück Rehwild. Im Gebiet Kogan gibt es über 3000 Seen und 400 Flüsse, oft von großen Schilfpartien umgeben oder von Moorflächen ergänzt. Der Waldanteil beträgt 25%, wobei die Laubhölzer mit 74% dominieren. Das Gebiet ist mit 13 Menschen pro Quadratkilometer nur dünn besiedelt. Was den Besuchern als erstes auffällt, ist die Weite der Landschaft, die Stille, frei von den Geräuschen der Zivilisation und ab und zu durch Kranichschreie oder das Schrecken der Rehe bereichert. Schon am frühen Nachmittag bin ich mit Wladimir, den für Objekt und Yachtgebiet verantwortlichen Yachtleiter, unterwegs. Wladimir ist Gründungsmitglied der Wildtierstiftung Sapsan. Er möchte mir das Revier in seiner vollen Ausdehnung zeigen, die unterschiedlichen Biotope, Wildwiesen und Äcker, jagdlichen Einrichtungen und alles, was sehenswert ist. Außerdem will ich einen Einblick in die hiesige Wildbewirtschaftung bekommen. Für die Berufsjäger gibt es noch viel zu erledigen, bevor die ersten Yachtgäste am Wochenende anreisen. Das Wild ist noch relativ vertraut, da noch kein Schuss gefallen ist. Die Yachtsaison beginnt erst in einer knappen Woche. Die angelegten Wildäcker und gemähten Wiesen wirken wie Magnete. Die Rehe treten dort schon früh zur Esung aus. Vor allem Kitze, Jährlinge und junge Böcke können den Abend nicht abwarten. In ihrem Verhalten ist festzustellen, dass die Blattzeit bereits begonnen hat. Wladimir hat schnell erkannt, dass mich auch die kleinen Dinge, vor allem die bunten, am Wegesrand interessieren. Auf der Fahrt zu einem der Elcheinstände zeigt er mir eine blühende Pflanze. Baldrian,
zwischen den Händen gerieben, verbreitet die Heilpflanze einen frischen, würzigen Duft. Daraus kannst du dir einen Tee brühen, beruhigt die Nerven, kannst danach eine sichere Kugel schießen, meint Wladimir. Sibirische Rehe und Elche sind in Tschumicha die Hauptwildarten. Es liegt daher nahe, dass Wladimir bei unseren Waldgängen und Revierausflügen gleich mal nach den aufgestellten Salzlecken schaut. Nahezu alle sind vom Elchwild angenommen, die Rinde der ausgehöhlten Rundhölzer abgeschält. Ein gutes Zeichen, denn die Brumpf beginnt Mitte September. Dass sich die Elche auch am Tage im lichten Birkenwald zeigen, zeugt davon, dass sie nur selten gestört werden und der Jagddruck gering ist. In der Regel suchen sie jedoch Deckung im bürstendichten Birkenanflug oder in den verschilften Buschpartien der Weiden und zeigen sich erst in den Abend- und Morgenstunden. Nach zweistündiger Querfeldeinfahrt erreichen wir die Uferzone zweier riesiger Seen, Uglowskoje und Kamischkoje Ozor, übersetzt Kohle- und Schilfsee genannt. An den Ufern erstrecken sich riesige Schilfgürtel, die sich in angrenzende Moore hineinziehen. Im Sommer nicht zu betreten, im Winter wird hier auf Sauen gejagt. Zu meiner Überraschung entdecken wir in der Nähe des Dorfes Antoschkino Grauskopfpelikane. Pelikane in Sibirien? Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet, zumal diese Vogelart vor allem im Süden anzutreffen ist. Die gab es früher nicht bei uns, lässt Wladimir mich wissen. Zu Sowjetzeiten wurde hier jede Menge Fisch gefangen. Jetzt sind die Seen privatisiert, das Fischfangen mit Netzen verboten. Ein Problem für die Dorfbewohner. Und noch eine Attraktion gibt es zu bewundern. Schwimmende Inseln, die je nach Windrichtung wie ein Puzzle an diesem oder jenem Ende des Schilfsees anlanden und bizarre Formen bilden. Um unangenehme Überraschungen für die geladenen Gäste zu vermeiden, überprüft Wladimir bei unseren Ausflügen gleich mal die Hochstände mit Bienennetz und Sprühdose in der Hand auf ungebetene Gäste. Zwar gibt es nach längerer Trockenperiode zum Glück kaum Mücken, dafür aber umso mehr Wespen und Hornissen. In manchen Jahren ist das genau umgekehrt. Mehrfach gelingt es uns, bei mäßigem Wind an das relativ vertraute Wild heranzupirschen. Selbst das Schrecken eines jungen Bockes löst keine Fluchtwelle aus. Dank des im Juli eingesäten Rapses stehen die Wildäcker mit Beginn der Jagdzeit noch in voller Blüte. Häufig werden sie auch mit einem Gemisch aus Luzerne und Sonnenblumen bestellt. Durch die Ballung von jagdwirtschaftlichen Maßnahmen kommt es zur willkommenen Konzentration vom Wild in den gewünschten Revierteilen. So lassen sich die Bedürfnisse der anreisenden Gäste als auch die ökonomischen Erwartungen der Jagdveranstalter besser erfüllen. Die Verhaltensweisen von europäischen und asiatischen Rehen sind weitgehend identisch. Jüngeres Wild verhält sich unbekümmert, zeigt Neugier, erkennt nicht die Gefahr.
Auffällig ist das puberitäre Verhalten junger Böcke in der Blattzeit, die mit dem Hormonstoß noch nicht so richtig umzugehen wissen. Episoden des Treibens werden durch spielerische Einlagen unterbrochen. Anstatt zu ernsthaften Kämpfen kommt es aus der Ruhe heraus zu spontanen Attacken, die mehr an Kräftemessen erinnern. Der Kontrolle über die Glücksgefühle fehlt es an Erfahrung. Jährlinge und Zweijährige stehen oft beieinander und verfolgen das Geschehen. Zum Beispiel, wenn einer der Artgenossen erfolglos und ohne Ausdauer zu treiben beginnt. Annäherung in Zeitlupe, Verwechslung des Geschlechts, regloses und neugieriges Verweilen, Witterung aufnehmen und Spurensuche. Alles wird ausprobiert. Jeder beobachtet jeden, und wenn ein Alter mit Ricke am Waldessaum erscheint, sind die Häupter alle oben. Selbiges passiert, sobald ein Fieblaut ertönt. Befindet sich der zweijährige Bock im Brummfieber, reagiert er prompt auf das Blatten. Bei den Jährlingen ist das schon differenzierter. Die Blattjacht, vor wenigen Jahren in Russland noch unbekannt, wird im Kurgan inzwischen mit Erfolg praktiziert. Die abwechslungsreiche und lichte Landschaft, geprägt von mehr oder weniger kleinen Waldflächen, vielen Seen, Mooren, dazwischenliegenden Wiesen, Feldern und Brachen, bieten den Rehen ideale Lebensbedingungen. Fruchtbare Schwarzerde lässt Gräser, Kräuter, Wald- und Wiesenblumen sprießen. Gott sei Dank ist das sibirische Reh groß genug, um aus der hohen Vegetation herauszuschauen. Die Ricken führen in der Regel zwei, häufig sogar drei Kitze. Ende August überragen sie bereits ein ausgewachsenes europäisches Reh. Die Ricke kümmert sich in der Paarungszeit nur mit Pausen um den Nachwuchs, lässt zunehmend ungerne das Säugen zu. Der Winter entscheidet, wie viel Jungrehe zugrunde gehen, das heißt an Erschöpfung und Nahrungsmangel verenden. Ist es ihnen nicht gelungen, bis Mitte September ausreichend Fettreserven aufzubauen, sind ihre Chancen, einen schneereichen Winter zu überstehen, denkbar schlecht. Die Natur scheint dies aber einkalkuliert zu haben und mit einer hohen Geburtenrate zu regulieren. So ist zu erklären, dass die entstandenen Lücken im Wildbestand in milderen Jahren relativ schnell wieder geschlossen werden können. Außer einer reizvollen Natur kann man in der Ortschaft Karachelskoje am Fluss Mias eine restaurierte Kirche bewundern. Nicht weit von der Kirche befinden sich einige uralte Blockhäuser mit farbiger Fensterrahmung. Viele von ihnen sind jedoch aufgegeben und verfallen. Mit jedem Tag nehmen die Paarungsaktivitäten zu. Beim Abendansitz erscheint ein Sechser am Rande eines Jungwuchses. Die Enden seines Gehirns sind krallenartig gebogen, die Stangen geperlt und relativ kurz. Im Körperbau wirkt er stabil, doch sollte er noch 2 Jahre geschont werden. Bis dahin wird er ein langstangiges, interessantes Gehirn geschoben haben. Eine mitteljährige Ricke, mir gegenüber am Rande des Wildackers, scheint seine Aufmerksamkeit zu erregen. Doch wechselt er unerwartet auf mich zu. Dann entdecke ich links neben mir, hinter einer Birke, eine zweite Ricke, offensichtlich die Mutter des Kitzes, das dem Bock entgegengesprungen war. Die Ricke verweilt kurz, lässt sich vom Bock beschnuppern und setzt sich lockend in Bewegung.
Zwischen dem Weidengesträuch im hohen Gras entdecke ich im morgendlichen Licht einen jagdbaren Bock mit Begleitung. Noch ist das Paar weit entfernt. Plötzlich trennt sich der Sibirier vom weiblichen Stück und bewegt sich in großen Sprüngen auf mich zu. 20 Schritt vor mir sichert er kurz und beginnt sorglos zu esen. Ricke und Kitz folgen in 50 Meter Abstand. Der Wind stimmt und trägt die Witterung davon. Die stabile Figur, der starke Träger, die im Ansatz massigen Stangen lassen vermuten, dass es sich um einen reifen Bock handelt. Das Verhalten weckt jedoch Zweifel. Also fälle ich das Urteil, 4 Jahre alt, gut veranlagt, 800 Gramm. Die meisten jagdbaren Böcke erreichen übrigens Gehirngewichte zwischen 700 und 950 Gramm, einige überschreiten die magische Grenze von 1000 Gramm, wenige von 1200 Gramm, 1400 Gramm sind schon eine Ausnahme. In kühler Nacht hat sich Nebel gebildet. Der aufgehenden Sonne fehlt es vorerst an Kraft, die Nebelschwaden aufzulösen. Auf der Fahrt in einen entlegenen Revierteil tauchen in Morgenrot 2 flüchtige Elchhirsche auf. Welch ein majestätischer Anblick! Minuten später verhofft eine Elchkuh mit Kalb mitten auf dem Weg. Schließlich taucht im Nebel ein Jährling auf, der neugierig das Vehikel betrachtet, was da auf ihn zurollt. Unentschlossen wechselt er in einem Weidenbusch, kehrt dann aber zu unserer Überraschung auf dem Weg zurück, läuft auf uns zu und bleibt keine 5 Meter vor der Windschutzscheibe stehen. Dabei versucht er Wind zu bekommen. Aus geringer Entfernung erkennen wir, dass der Jährling die Veranlagung zu einem ungeraden Achter besitzt. Am späten Nachmittag setzt mich Wladimir an einem Wildacker ab. Er selbst fährt weiter, um an anderer Stelle nach jagdbaren Böcken zu sehen. Kaum in Deckung wechselt ein Jährling aus dem Unterwuchs, weitaus schwächer als der am Morgen gesehene. Als ich kurz nach rechts sehe, bleibt mir vor Schreck fast das Herz stehen. Ein Riese vom Bock jagt gerade in voller Geschwindigkeit eine Ricke am Schirm vorbei und hält in kaum 20 Meter Entfernung inne. Seine Aufmerksamkeit gilt dem Jährling und der abziehenden Ricke, sodass mir Zeit bleibt, die Kamera auf ihn zu richten. Ich bin berauscht vom Anblick. Der Traumbock steht vor mir, leider noch außerhalb der Jagdzeit. Ein echter Koganer. Das Markenzeichen der Kurganböcke ist vor allem ein massiges, oft endenfreudiges und langstangiges Gehirn. Die Formgebung ist sehr facettenreich. Eng, weit, lang, knuffig, mit und ohne Rosen, alles ist dabei. Auffällig, manchmal gewaltig, können Perlung und Auslage sein. Nicht ohne Grund sind die Gehirne sibirischer Rehe die begehrtesten Trophäen für deutschsprachige Jäger.
Pünktlich am 25. August mit Beginn der Jagdzeit trifft in Schumicha die erste Jagdgruppe ein. Horst und Konrad aus Südtirol, Thorsten und Joachim aus Deutschland sind voller Erwartungen. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück werden, wie allgemein üblich, einige Probeschüsse mit dem vom Veranstalter bereitgestellten Waffen gemacht. Nachmittags sind alle Waldgenossen mit ihren Jagdführern im Revier unterwegs. Ich schließe mich dem Team von Wladimir und Konrad an. Bald pirschen wir über Felder und Wiesen, durch Schilf und Wald, genießen die großräumige Landschaft, haben immer wieder Anblick. Von Weitem entdecken die Jäger im hohen Sandrohr einen treibenden Bock. Der Sibirier hat hoch auf und dickere Stangen. Doch der Wind passt nicht. Daher beschließen wir im Schutz des Waldes einen Umweg zu gehen und den Bock von anderer Seite bis auf Schussentfernung anzupirschen. Vorerst verlieren wir die Rehe aus dem Auge. Doch dann gibt Wladimir ein Zeichen. Im Glas ein ungerader Achter mit weiter Auslage und dunklem Gesichtsstreifen, aber immer noch zu weit weg. Als wir den Waldesrand erreichen, ragen nur die Häupter der Rehe aus dem Sandrohr. Wladimir versucht es nun mit dem Platten, fiebt, wartet, fiebt. Doch der Bock springt nicht. Stattdessen verschwinden die Rehe plötzlich im hohen Gras, legen eine Pause ein. Da hilft nur warten, Geduld haben, denke ich. Ehe die beiden aufstehen, das kann dauern. Nach einer Weile schlägt Wladimir vor, unter Zuhilfenahme eines federleichten Tarnschirms dem Bock anzugehen. Der tragbare Schirm ist übrigens eine Hinterlassenschaft des allzu früh verstorbenen Filmemachers Horst Rohleder, der in hiesiger Gegend 2006 einen Film für den Paul-Paray-Verlag gedreht hatte. Methode und Schirm funktionieren ganz hervorragend und sollen sich, wie mir Wladimir schon vorher erzählt hatte, mehrfach bewährt haben. Damit sich die russischen Jagdführer voll ihren Gästen widmen können, bin ich zwischenzeitlich immer wieder mal allein unterwegs, um in aller Ruhe wild filmen zu können. Mein vorrangiges Ziel jedoch, den in der Schonzeit bestätigten Traumbock zu erlegen. Statt seiner wechselt ein junger Bock vor die Linse, hoch auf, lange Rosenstöcke, noch dünne Stangen, ebenfalls ein ungerader Achter mit verheißungsvoller Zukunft. Am nächsten Morgen folge ich wieder der Jägergruppe auf die Morgenpirsch. Konrad hat neuen Mut geschöpft nach den deprimierenden Fehlschüssen des Vortages. Er führt nun eine Büchse mit weicherem Abzug. Gemeinsam pirschen wir durch einen lichten Birkenwald. Kaum 10 Minuten unterwegs wechselt uns ein Rehbock seitwärts an. Der Südtiroler entdeckt ihn als erster, reagiert schnell. Ein sauberer Schuss, eine kurze Flucht, und der Bock bricht getroffen zusammen. Na also, der Ruf ist wiederhergestellt.
noch Walwaldpartei. Wenn es passt, dann passt's, gell? Ja, heute hast du Glück gehabt. Ach, herrlich, ha? Jawohl, feiner Bock. Ungerader Zehnender. Sergej, краем объезжай, потихонечку. So schnell geht das manchmal, ne? Ja, ich sehe den da runterkommen. Ne? Ganz genau, so ist das. Ja. Herrlich. Schöne Trophäe. Ist doch was, so ein sibirischer Rehbock, ne? Das ist was. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ne? Das haben wir Wladimir zu verdanken. Interessante Trophäe, ne? Ja. Ja, hab gesehen. Ist gut, hoch. Erleger und Begleitung freuen sich über die Strecke. Und wie bereits bei der Elch- und Bärenjacht auf Kamtschatka ist Putin, wenn auch nur symbolisch, auch wieder mit dabei. Ja, die Bürokratie, die ist ja bei uns in Italien auch viel Bürokratie. Alles muss seine Ordnung haben. Ja, die Deutschen, die haben die Ordnung. Am regnerischen Abend entschließe ich mich für den Ansitz. Hier schieße ich meine Sauen, meint Wladimir, als er mich absetzt. Links neben dem Hochsitz befindet sich eine Körung, rechts ein Sonnenblumenfeld. Eine Ricke ist zwischen den gelben Blüten, ein ästhetischer Anblick. Mehrere Turteltauben und ein Marderhund laben sich indes am Getreidehaufen. Die Ricke gibt mir Hoffnung, dass sich mein Traumbock zeigt, doch Diana entscheidet anders. Als der nächste Tag beginnt, nieselt es leicht. Der Schwarzerdeboden verpasst nicht nur mir, sondern auch den Rehen Klumpfüße. Zum Glück hört es auf zu schauern. Im bewährten Versteck harre ich der Dinge, die da kommen. Zuerst eine Ricke mit Kitz, gut zu erkennen ihr Gesäuge. Einen Moment später zieht ein ungerader Sechser mit einseitiger Gabel am Bestandesrand entlang. Circa 3 Jahre alt, ein Abschusstyp. Er sichert, bekommt zum Glück keine Witterung, obwohl der Wind kräuselt. Minuten später wechselt ein zweiter Bock auf den Schlag, ziemlich weit weg. Er scheint es eilig zu haben. Ein Blick durch die Kamera, ein packendes Gehirn hoch auf, es ist der Gesuchte. Ich spüre sogleich meinen Herzschlag. Jetzt heißt es Ruhe bewahren und keine Zeit zu verlieren. Irgendwo muss er liegen. Irgendwo. Oh, da liegt er. Donnerwetter. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Oh Gott. Wahnsinn. Wahnsinn. Vor 2 Tagen gefilmt und heute Morgen dann Waldmannsheil. Ich habe lange angesessen auf diesem Bock, es sollte ja dieser bestimmte Bock werden. Ein reifer Bock mit starken Rosen und starken Stangen. Also ich würde sagen, der Traum eines Jägers. Ich hatte wenig Zeit zum Schießen mit einer 30-06 auf etwa 180 Meter. Der Bock war in Bewegung,
zeigte sich nur ganz kurz und zog dann da hinten wieder in die Büsche, oder er wollte reinziehen und ich konnte ihm dann praktisch noch den Schuss anbringen. Waldmannsheil, die Flucht dann hierher, mitten auf den Wildacker, und der Bock liegt, Schuss auf den Träger. Замечательный замес, старый. Я рад, что у вас состоялось это. Спасибо вам. Да? Пожалуйста. Его долго искали, но получили все-таки. Да? Конечно. Штарка бок. Не? Очень хороший самец. Я зе гута бок, сах, Владимир. Also, das ist eine sehr gute Trophäe, sagt er. Nicht so viele schießt man, darf man nicht. Das passiert. Ne? Это мы вместе его нашли. Да. Да? Мы его долго ждали. Мы его долго ждали. Самое хорошее, что мы его снимали. Ja, da wiegt ein bisschen mehr als so ein europäisches Reh. Der passt gar nicht in die Wanne, der ist ein bisschen klein, die Wanne. Wa? Die Bilanz eines Jagdabends und Morgens kann sich sehen lassen. 8 Böcke liegen bereits auf der Strecke, jeder Waldgenosse ist zum Zuge gekommen, sodass sich gute Laune verbreitet. Gesprächsstoff gibt es jetzt reichlich. Erlebnisse und Ergebnisse werden ausgetauscht, die gestreckten Böcke begutachtet und miteinander verglichen. Ihre Vielfalt ist beeindruckend und motiviert zu weiteren Reviergängen. Die Sinnesorgane, besonders das Sehvermögen, scheinen beim sibirischen Reh besser als beim europäischen Reh ausgeprägt zu sein. Wissenschaftlich lässt sich dies nicht belegen. Fressfeinde, Wilderei und Bejagung, zum Beispiel der Schuss aus dem Auto, haben Einfluss auf das Verhalten der Rehe. Auch das sibirische Reh besitzt eine innere Uhr, die genau anzeigt, wann die Jagdsaison beginnt. Bei dem Auerhahn, der am 28. August zu balzen beginnt, scheint dieser aber durcheinander gekommen zu sein. Selbst einem jungen Sechser ist der umherspringende Hahn nicht ganz geheuer. Ich jedenfalls bin gefesselt von dem unerwarteten Naturereignis. Wer erlebt schon eine Hahnbalz auf der Heurolle während der Blattzeit? Als der dunkle Vogel aus dem Unterwuchs heraussprang, glaubte ich im ersten Moment, eine Sau wechselt an. Dann fing der schwarze Klumpen aber an zu fliegen, begann eines der zwei Kitze zu attackieren. Das Zigaletka, so nennen die Russen in hiesiger Gegend ein Kitz, erschrak zwar, machte 2-3 Sprünge, ergriff jedoch nicht die Flucht. Demnach kannte es schon die Allüren dieses seltsamen Waldbewohners. Man sagt, die Trennlinie zwischen dem europäischen und sibirischen Reh ist der Ural. Mal abgesehen von Größe und Gewicht, 20 Kilogramm zu 50 Kilogramm, gibt es zwischen den Reharten Unterschiede im Migrationsverhalten. Sibirische Rehe bilden in den Wintermonaten Sprünge von 20 bis 30 Stück. Bei Schneehöhen um 1 Meter oder auch bei verharschtem Schnee vereinigen sie sich zu Rudeln und ziehen in Gebiete mit erreichbarer Esung.
Dabei können sehr weite Strecken zurückgelegt werden. Um die Rehe am Standort zu halten, wird im Bereich der von Sapsan gepachteten Jagdgebiete intensiv gefüttert. Das auf dem Wildwiesen gewonnene Heu reicht in Migrationsjahren jedoch nicht aus, wenn sich zu den heimischen Bestand kopfstarke Rudel von 200 bis 500 Stück aus fremden Revieren gesellen. Abhängig vom Jahreszyklus schwankt auch die Gehirnstärke der Böcke. Gute und schlechte Jahre wechseln einander ab. Die Bejagbarkeit der Reviere wird von der Entwicklung der Vegetation beeinflusst. In regenreichen und damit sehr wüchsigen Jahren ist das Rehwild wesentlich schlechter auszumachen als in trockenen. So gibt es Jahre mit vielen oder fast keinen Mücken. Diese von der Natur gelenkten Faktoren sind von den hiesigen Wildbewirtschaftern nicht zu beeinflussen und sollten von den anreisenden Jagdgästen ins Kalkül gezogen werden. Zwischen morgendlicher und abendlicher Jagd lohnt es sich, einen Spaziergang durch Wald und Flur zu unternehmen, Dinge zu entdecken, für die während der Jagd keine Zeit bleibt. Konrad und Thorsten begleiten mich auf einen der filmischen Streifzüge. Bei der Gelegenheit wollen wir einen Bock nachsuchen, der bei morgendlicher Pirsch eventuell krankgeschossen worden ist. Wir dringen in das Reich des Bibers ein und begutachten seine Burg. Auch am Tage stoßen wir auf Wild, so auf einen jungen Bock, der gerade dabei ist, zwischen der Kamille in den Schilfgürtel eines Waldsees zu ziehen. Zurück im Objekt erwartet Thorsten eine Überraschung. Während des Mittagessens erscheint Nina, die Köchin des Hauses, mit einer großen Geburtstagstorte. Alle freuen sich mit dem Jubilar und es heißt Nazdarovje. Am Abend trifft zur Gratulation auch der Chef der Wildtierstiftung Sapsan aus Kogan ein. So, das Messer ist scharf. Der Präsident von Sapsan lässt es sich nicht nehmen, nach dem Rechten zu schauen und dem Wohl der Gäste zu erkundigen. Am Morgen unternehmen wir mit ihm eine Revierfahrt. Herr Fedotow ist kein Stubenhocker, sondern führt gelegentlich selbst Gäste auf Reh und Elch. Er ist Wildbiologe und verfügt über langjährige jagdwirtschaftliche Erfahrung. Von 2007 bis 2015 war er der Leiter der Abteilung Jagd, Naturressourcen und Umweltschutz der Region Kogan. Wladimir führt seinen Chef das Angehen des Wildes mit dem Schirm vor. Eine feine Sache, die wir weiter verbreiten sollten, meint dieser. Ein unbekanntes Fabrikat. Leider hat Horst Rohleder nicht hinterlassen, wo diese Art von Schirm zu bekommen ist. Herr Fedotow ist auch der geistige Schöpfer der Wildtierstiftung, die sich unter anderem dem Schutz des Wildes vor Wilderei gewidmet hat. Er hat bewiesen, dass es sich lohnt, in Reviere zu investieren und die Trophäenjagd zu forcieren. Der Kopfschmuck bringt Devisen für Wildbewirtschaftung, Wildschutz und Einkommen. Das Fleisch bleibt im Lande und wird als begehrtes Lebensmittel verwertet. Die Trophäen werden in Schumicha mustergültig aufbereitet, blitzsauber gereinigt und gebleicht an die Gäste übergeben. Zu den Höhepunkten des Jagdaufenthaltes zählt zweifellos die Gewichtsermittlung der Trophäen. Ein Akt, der unter Jägern große Aufmerksamkeit erfährt. Gleichzeitig ermuntert er, vielleicht wiederzukommen und einen noch stärkeren Bock zu erlegen. Es geht nicht nur nach Gewicht, es geht auch nach der Erscheinungsform. Ja, der Fuß im Sotter jetzt los. Ne? Da bist du eigentlich optimal drin, hä? Wurschtel. So, jetzt bei dem wollen wir es jetzt wissen. Ist das der Staubkerl?
Liebe Yachtfreunde, wir freuen uns, Sie in der Region Kogan in den jachtlichen Gefilden des Kreises Schumicha begrüßen zu dürfen. Die hiesige Yachtwirtschaft ist der fondsgestützten Wildtierstiftung Sapsan angeschlossen. Wir empfehlen Ihnen, zu uns zu kommen, um auf sibirisches Rehwild zu jagen. Hinter dem Ural erwartet Sie eine weite und herrliche Landschaft mit idyllisch gelegenen, komfortablen Yachtunterkünften. Die Jagdfläche in der Region Kogan umfasst nahezu 7 Millionen Hektar. Die Blattzeit auf Rehwild beginnt Ende August und dauert 2 bis 3 Wochen an. Die Jagdsaison beginnt am 25. August. Ebenso laden wir Sie zur Elchjagd während der Brunft ein, die am 11. September eröffnet wird. Ja, wir sehen hier den von mir erlegten Bock. Es ist ein reifer Bock, es ist ein Achter, der hier oben eine lang gesetztes Ende hat zwischen der Gabel. Das unterscheidet ihn auch von dem Rehbock, den ich also filmen konnte. Der zieht also noch seine Fährte in Sibirien. Der hatte hier bloß einen kleinen Endenansatz und erst beim Vergleich der Filmsequenzen konnte ich feststellen, dass es sich um einen anderen Bock handelte. Dennoch bin ich also sehr zufrieden. Der von mir gefilmte Bock zieht noch seine Fährten und ich wünsche dem Waldgenossen, der das Glück hat, diesen Bock dann zu erlegen, schon jetzt ein kräftiges Waldmannsheil. Mitte Oktober haben die Bäume ihr buntes Blätterwerk fast verloren. Die Rehe sind nun voll in der Winterdecke. Ihre Bejagung dient jetzt der Gewinnung vom Wildfleisch. Eduard Schleuning von Russia Tours hat ein Reh erlegt und damit einen Beitrag für ein Schüsseltreiben geschaffen. Die sibirische Weißbirke wird ihrem Namen gerecht und zeigt ihre weißen Schäfte, als sich die Jagdgesellschaft im Walde versammelt. Nach einem kleinen Treiben im Zuge von Vorbereitungsgesprächen für die nächste Jagdsaison mit der Wildtierstiftung Sapsan zaubern Juri und Kollegen eine Wildsuppe deftiger Art. Schon das Zuschauen allein lässt das Wasser im Munde zusammenlaufen. In der Idylle des Waldes schmeckt es allen besonders gut. Das Mahl besiegelt die langjährige fruchtbare Zusammenarbeit zum Wohle des Wildes und unserer Jägerschaft.